Derp, 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 derp.
Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Angeschlagen, nur damit du Bescheid weißt, aber wir behalten das im Auge.
schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleibt dran! Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 34,2 Sekunden. Stoppfenster ist jetzt offen. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Thank you.
musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Jack an der Box. Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Mit dem Benzin noch raus. Zum Teamkollegen beträgt
52,4 Sekunden. Für etwa 4 Runden. Bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Zeit gegen das Auto hinter dir verloren.
einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Das war's, ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Es war wirklich wichtig, dass Sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass Sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich hatten. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Eismann vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Eismann. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Erzähl es. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Klasse, das war dann alles.